Heute ist bei mir zu Gast in der Landesschau die jüngste Tochter aus der gräflichen Familie Lennart und Sonja Bernadotte von der Blumeninsel Mainau, Diana Gräfin Bernadotte. Seit 70 Jahren hält ihre Familie das Blumenschiff am Bodensee auf Kurs. Jedes Jahr kommen 1,2 Millionen Besucher, um die Blumenpracht zu genießen. Und jetzt ab dem 14. Mai findet wieder das jährliche Inselfest statt. Ihre Hüte sind begehrt. Einen echten Bernadotte zu tragen, das ist schon was Besonderes. Seit 10 Jahren hat sie in diesem Barockschlösschen ihr Atelier. Diana Gräfin Bernadotte ist Modistin. Die Mainau ist ihr Arbeitsplatz, das Blütenmeer ihre Inspirationsquelle. Sie macht Hüte auch für den europäischen Hochadel, wie für die zahlreichen Besucher der Mainau. Wie in jedem Jahr wird sie ihre neue Kreation auf dem gräflichen Inselfest präsentieren. Und wir sehen hier schicke Hüte auch für junge Damen. Herzlich willkommen bei uns in der Landesschau, Gräfin Diana, hallo. Dankeschön. Wann hat Ihre Hutliebe denn begonnen? Das war eigentlich sehr, sehr früh, als Kind schon. Ich habe die Hüte meiner Mutter schon unglaublich spannend gefunden und auch zu ihrem Leidwesen ab und zu mal getragen. Und da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich mich für Hüte und auch für Mode stark interessiert habe. Wann war dann klar, dass Sie den Beruf ergreifen werden der Modistin? Es ist doch, jetzt darf ich das mal platt sagen, als jemand, der von Mode keine Ahnung hat, ein handwerklicher Beruf zunächst, bevor die Kunst kommt. Ja, also das war eher ein Zufall wie Absicht. Ich habe mit 18 bin ich aus der Schule raus und habe gesagt, Schule ist jetzt nichts mehr für mich. Meine Mutter hat gesagt, ich habe 2 Jahre Zeit, etwas zu finden, wo ich meine Ausbildung machen möchte. Das ist ja schon mal großzügig von der Mutter. Sehr, auf jeden Fall. Da hat sie sehr viel Vertrauen mir entgegengebracht, dass ich meinen Weg finde. Und ich habe dann erst mal das Hotelfach ausprobiert und war in der Gastronomie unterwegs und habe dann auf der Mainau in der Floristik gearbeitet, was ich wahnsinnig spannend fand, aber was mich ein bisschen geärgert hat, dass alles, was ich gemacht habe, nach einer Woche wieder verblüht ist. Oh. Und dann hat meine Mutter eine Einladung bekommen zur Messe Mut zum Hut und sie hat mich gebeten mitzukommen. Mut zum Hut? Mut zum Hut heißt das, genau, kann ich auch nur unterstützen, den Spruch. Und da sind wir hingegangen und ich bin reingekommen, ich habe die Hüte gesehen und gesagt, boah, das ist eigentlich das, das vereint alles, womit ich arbeiten möchte. Es ist Mode, es sind Stoffe, man kann mit Kunden arbeiten, es sind Blumen dabei, es ist ein Handwerk. Das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, jawohl, das mache ich. Den Mut zum Hut haben Sie natürlich persönlich auch. Normalerweise tragen Sie gerne breitkrempige Hüte. Wir haben darum gebeten, heute ausnahmsweise mal nicht, weil man sonst relativ wenig von Ihnen sehen würde im Studio. Sie haben aber ein paar Exemplare mitgebracht. Ja. Hier rechts von mir beispielsweise. Das sieht schon extravagant aus und da kommt wieder der Mut zum Hut. Wer traut sich, sowas zu tragen? Also das ist jetzt ein Stück, das ist jetzt nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch, das ist auch mein Gesellenstück, das ist quasi mein Prüfungshut gewesen. Aha. Und da darf man ja schon mal ein bisschen was Außergewöhnliches machen. Ich schaue natürlich schon, dass die Hüte bei mir im Laden ausgewogen sind, dass ich was Sportliches dabei habe, was Schickes für die Hochzeit, für die Taufe, für die Gartenparty. Aber ich habe auch Hüte im Laden, die man durchaus mal in einen Penny anziehen kann. Die Männer kommen ja nicht so, ne? Die sind irgendwie ein bisschen hutscheuer, oder? Kann das sein? Nein. Also ich habe auch Männer, die zu mir in den Laden kommen, die auch nach Hüten suchen. Aber die Herren suchen eigentlich nicht so nach ausgefallenen Stücken. Die suchen eher nach was Gediegenerem. Und ich habe auch Männerhüte bei mir im Laden. Allerdings mache ich die nicht selbst, sondern die sind zugekauft. Einfach die Vielfalt ist da nicht gegeben. Trotzdem, jedes Stück, das von Ihnen kommt, ist ein Unikat. Dann darf ich mal ganz leise, aber auch sehr offen fragen nach den Preisen. Also wenn jetzt beispielsweise, es gibt ja, ich glaube, 200 Hochzeiten bei Ihnen auf der Insel im Jahr, wenn eine Braut kommt und sagt, Mensch, einen echten Bernadotte, das wäre schon der Kracher bei meiner Hochzeit. Wie tief muss sie denn in die Tasche greifen, die Braut? Das kommt ein bisschen drauf an, was die Braut sich vorstellt. Da gibt es natürlich von Headpiece, heute sagt man Festinator dazu. Das sind so kleine Sachen, die man sich so ein bisschen ans Köpfchen dranstecken kann. Genau, das sind so die Kleinigkeiten, die dann auch nicht im Weg sind, wenn man umarmt wird, wenn man gedrückt wird, die ich für eine Braut eigentlich immer sehr empfehle, sehr gut, weil sie dann auch nicht im Weg sind. Die liegen vielleicht so bei 140, 150, 160 Euro. Ja. Das ist natürlich, je größer und je aufwendiger der Hut wird und je teurer das Material ist, was ich verarbeiten soll, desto teurer wird natürlich auch der Hut. Trotzdem gibt es den dann halt nicht ein zweites Mal. Es gibt noch eine kleine nette Anekdote. Ich sprach es vorhin schon an, dass Sie ja auch durchaus den europäischen Hochadel ausstatten mit Hüten. Die Damen in Ascot tragen gerne ihre Modelle. Und dann kam die Königin natürlich, wie des Öfteren auch, zu Besuch. Und Silvia hatte anscheinend keinen Hut dabei.
Ja, also wir haben das Gedenkkonzert gehabt auf der Insel Mainau von unserem Vater. Und Königin Silvia kam leider ohne Hut. Und wir anderen wollten alle gerne Hut tragen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, möchtest du auch noch einen Hut tragen? Und hat sie gesagt, oh ja, das fände sie toll. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ich kann dir schon noch einen machen. Und dann haben wir uns gemeinsam ihr Kleid angeguckt. Und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion ihr noch ein kleines Hütchen gezaubert. Allerdings mit einer kleinen Schwierigkeit, die war dabei, sie wollte echte Orchideen auf den Hut haben. Na klar. Aber da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich vorher in der Floristik gearbeitet habe, dass ich einigermaßen wusste, wie kann ich echte Blumen verarbeiten, ohne dass sie verwelken. Und Blumen haben Sie ja durchaus auch ein paar auf der Mainau. Ja. Dann das Jahr ging für Sie aber, wären wir kurz noch privat zum Schluss, sehr gut los. Sie haben sich verlobt. Hochzeit soll aber erst im Jahr 2017 sein. Wieso das denn? Mein Verlobter und ich, wir haben per Zufall sehr schöne Zahlen bei uns in der Beziehung. Okay. Wir sind am 8.8.2013 zusammengekommen, also das heißt die doppelte Unendlichkeit 2013. Oha, meine Tochter ist an dem Freitag, den 13. geboren, als 13. Enkelkind meines Vaters. Also 13 auf jeden Fall die schon mal Glückszahl. 13 war sehr wichtig. Aha. Mein Sohn ist geboren, aber um 15.13 Uhr als 1013. Baby von Bayern. Also die 13 zieht sich so durch unser Leben. Und dann 17? Und deswegen am Freitag, den 13.2017. Alles klar, habe ich soweit kapiert. Genau. Ich wünsche Ihnen privat sehr viel Freude in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen jetzt aber natürlich Erfolg wieder. Ab nächster Woche ist Remi Demi, kann man schon so sagen, bei Ihnen beim Inselfest. Da darf auch jeder reinkommen und Ihnen bei der Arbeit auch zuschauen. Also bei der Arbeit beim Hütefertigen nicht. Mein Atelier ist hinten in einem privaten Bereich, aber ich bediene meine Kunden ganz normal selber. Ich habe auch 3 Mitarbeiterinnen, aber ich stehe auch selber im Verkauf. Ich mache auch die Anfertigungen selber, da bin ich schon mit an der Front. Mut zum Hut, Gräfin Diana. Vielen Dank für den Besuch bei uns und wie gesagt, viel Spaß ab nächster Woche dann beim Inselfest auf der Mainau. Vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau.